klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. In deiner Zeit der Gottgeweihtheit, Hinwendung zu Gott, dieser speziellen Zeit, da ist ein wichtiger Punkt, der Gedankengehorsam. Was ist das? Das Gegenteil, Gedankenungehorsam. Das ist auch so typisch. Wenn man anfängt zu beten und die Gedanken schwirren in alle möglichen Richtungen, sodass dann die Gebetszeit faktisch nur noch missbraucht wird von mir in einer Alltagsverarbeitungszeit, wo ich meine alltäglichen Probleme wälze, wo mir dieses Ding kommt, wo ich jenes überdenke, anstatt wirklich meine Gedanken zu konzentrieren auf den, mit dem ich es jetzt zu tun habe. Das ist ja eine grauenhafte Beleidigung. Jetzt stelle man sich vor, du bist jetzt mit der, was weiß ich jetzt, der Königin von England oder ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Du hast doch eine Audienz bei ihr und my lady, die Königin, sie will mit dir reden, du willst mit ihr reden. Und während du dort sitzt, in der Gegenwart einer höchsten irdischen Autorität, du sitzt dort und deine Gedanken sind beschäftigt, ja, wenn ich morgen die Ernte einbringen muss, dann muss ich mir noch ein Pferdefuhrwerk holen oder ich muss, mein Auto muss zum TÜV oder ich habe dieses oder jenes Problem. Ach ja, wie bitte? Du wagst es, angesichts dieser irdischen Autorität alle möglichen Probleme zu wälzen, machst dir vielleicht noch nebenbei Notizen für deinen Alltag. Das kann das wahr sein? Kann das so funktionieren? Wird es dann nicht heißen, Entschuldigung, weißt du, wo du gerade bist? Kannst du begreifen, mit wem und was jetzt hier gerade Sache ist? Kannst du nicht hinter dich lassen, im Gehorsam deine Gedanken auf den beschäftigt halten? Der einzigartige Moment, den du jetzt hast, hier bei der Queen? Nur als Beispiel. Und da sehe ich oft in meinem Leben, wo mich die Feinde, nämlich meine eigene Natürlichkeit, so festgefangen hat. Oder nehmen wir den Faktor Müdigkeit. Jetzt komme ich liege vor seinem Angesicht. Ich komme dort in diese Haltung, die mich automatisch nach meinem Fleisch, nach meinem Leibe hin drängen will, um schläfrig zu werden, müde zu werden, um dann die Beherrschung, die Selbstbeherrschung als eine Frucht des Geistes anzuwenden, um zu sagen, halt mal, ich rufe, ich bete, ich dränge, ich klopfe an, ich dränge zu dir, mein Gott und mein Herr. Jetzt ist es nicht der Moment, schläfrig zu werden, wie leider auch die Jünger das Paradebeispiel davon Gethsemane, wo Jesus sie doch auffordert, jetzt bräuchte ich euren Gebetshintergrund, eure Hilfe im Gebet und ihr pennt. Ja, das ist das Fleisch, aber da gilt es auch zu lernen, hier ist ein Feind, hier ist ein Widerstand, hier ist ein Hindernis, mach etwas damit, werd aktiv damit. Denke nicht, du kannst beten gehen und du kniest nur hin und zack ist der Himmel geöffnet und du fühlst nur noch Herrlichkeit jedes Mal, wenn du niederkniest. Nein, wird es nicht sein. Dein Fleisch wird dir widerstehen und deine Menschlichkeit, meine Menschlichkeit, sie wird uns versuchen zu hindern, sodass wir im Geist stecken bleiben in unserer Fleischlichkeit. Noch nicht einmal anrühren den Vorhang, um geschweige denn dort hinein zu gelangen. Nein, bleib nur schön außen vor. Halt deine Gedanken nur noch immer wieder verwickelt mit irgendwelchem unwichtigen, zweitrangigen Zeug. Auf die Art und Weise lässt uns der Teufel weg von den tiefsten inneren Segnungen. Durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, das sagt hier Paulus, um für seinen Namen Glaubensgehorsam zu verlangen unter allen Völkern. Ja, was ist denn das? Das hört sich ja an wie ein Despot, wie eine Zwangsjacke, die man sich da anziehen muss. Nein, das ist der Auftrag der Apostel, den sie geben. Hier, wir verlangen Glaubensgehorsam, der Auswirkungen hat und ich denke primär für mein Gebetsleben. Das darf man verlangen, das soll man verlangen und das ist die Liebe Gottes, die es verlangt.
Ob ich das jetzt nun so lieblich empfinde oder mir denke, naja, das entspringt so gar nicht aus mir, da muss ich mich ja fast verbiegen, um so mir Gottbewusstsein anzueignen. Ja, dann tu es doch im Glauben, so wie es die Bibel sagt. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird infolge von Glauben leben. Das hat so eine intensive Bedeutung für mich, für mein Gebetsleben. Dort gilt es, Glauben zu leben, denn dort spreche ich im Glauben, aus Glauben, zum Glauben, Worte für Gott. Es offenbart sich nämlich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und da sehe ich für mich wieder die Gefahr, dass die Wahrheit von der Gegenwart Gottes, die jetzt dann in meinem stillen Kämmerlein zu erhalten ist, dass die aufgehalten wird von der Ungerechtigkeit meiner Fleischlichkeit, Natürlichkeit, meiner Ich-Befangenheit, meiner Kurzsichtigkeit, weil ich nur mit irdischen Themen mich innerlich doch auseinandersetze während des Betens. Schrecklich, furchtbar. Das heißt es, dass ich Gott losgelöst, ein falsches Gebet, da kann ich auch sagen, ich habe gebetet, ich habe aber nicht gebetet. Ich habe mich mit allem möglichen Unsinn beschäftigt in meinen Gedanken und nenne das dann Gebetszeit. Oh, weh mir. Denn dadurch wird Wahrheit aufgehalten. Die Wahrheit von der Kraft des wirklichen Gottbegegnung wird aufgehalten für mich. Ich selber schade mir am allermeisten. Kann ich mir das denken? Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, jetzt kommt's, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Hier ist nun der Begriff der wirklich tief gottlosen Ungläubigen gemeint. Aber doch auch hier für mich heute in meinem Gebetsleben, da kann ich ihn durch Nachdenken, Jesus fokussiertes Denken, kann ich ihn wahrnehmen. Das ist Wahrnehmen Gottes, das ist, ich bringe seine Gegenwart in mein sonst so stumpfes, taubes, hartes Herz hinein. Das liegt an mir, das steht zur Verfügung. Ich komme doch hinein. Und das zu begreifen und das zu verstehen, was dazu gehört in meinen Gedanken, da erzeuge ich oder verderbe ich mein Gebet. Denn ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unserer Ritterschaft, die sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Ist ja sehr interessant. Das ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und das ist mein Fleisch, der kämpft gegen meinen Geist. Den da habe ich bekommen von Gott. Ich habe Waffen einer Glaubensritterschaft. Die habe ich bekommen und ich habe gegen meine Fleischlichkeit, gegen meine logisch natürliche Befangenheit, dagegen habe ich anzugehen, um diese Festungen, die oftmals mein Leben so einnimmt. Zum Beispiel, was für eine Festung bedeutet für mich Sorgen. Ich habe nun irgendeinen Grund, mir Sorgen zu machen. Und das ist eine stabile Ritterburg, ja? Puh, da stehen die hohen Mauern, ich stehe davor. Und was mache ich? Mit was komme ich? Ich kann nur kommen, mächtig durch Gott. Durch Gott und jetzt wieder mächtig durch diese Berührung vom Heiligtum, vom Allerheiligsten her, um diese Festung, diese Bollwerke meiner Sorgenschaft, die ich mir so gerne natürlicherweise immer belastend auf mich nehme, weil ich muss es ja lösen. Nein, musst du nicht, du musst es hineinbringen. Zu den Füßen des Kreuzes und dort ablegen und dort lassen. Du sollst nur nicht
die Lasten durchs Heiligtum hindurchschleppen, nur weil es vielleicht eine Abkürzung war, haben die Israeliten doch tatsächlich, waren sie fähig, sie haben den Weg durchs Heiligtum gewählt. Und Jesus wehrt ihnen und sagt, lasst dieses Heiligtum, da soll keine Last durchgetragen werden, da müssen die Lasten abgelegt werden und dann bleiben sie dort. Durch was? Durch diese mächtige Kraft, dass ich nicht mehr meinen menschlich, fleischlich, logischen Vernunftschlüssen vertraue, sondern auf etwas anderes, das es auch noch gibt, das viel stärker ist als das alles. Um jede Höhe, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Hier geht es um den Gehorsam Christi gegenüber, der nämlich etwas anderes spricht über deine Sorgen, über meine Probleme, über unser Umfeld, als das, was wir sehen, riechen, fühlen, schmecken. Der spricht was ganz anderes, der spricht die Sprache des Geistes, die mir im Allerheiligsten wieder vermittelt werden soll. O Herr, öffne uns diese Klarheit, dass ich die Höhen, die logischen Höhen, diese Vermessenheit des Menschen, der immer kommt mit, ich muss es selber richten. Du kannst es gar nicht. Du kannst deine Probleme gar nicht selber lösen. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu rächen oder zu strafen, wenn erst euer Gehorsam vollständig geworden ist. Ja, das soll die ganze Gemeinde, alle zusammen, sie sollen gehorsam werden. Ein Prozess, das immer mehr meine Gedanken und ganz, ganz besonders dort in der stillen Zeit, dort vor dem Angesicht Gottes, meine Gedanken hineinzubringen in die Inspiration Jesu, nämlich unterzuordnen. Hier gelten andere Gesetzmäßigkeiten, hier gilt der Glaubensgrundsatz. Eine kräftige Waffe wird hier bedient. Der Glaube, dem alles möglich ist. Und das ist keine selbstgestrickte Angelegenheit, wo ich mich selbst kasteien müsste irgendwie. Nein, sondern aus Liebe. Die Liebe drängt mich dazu, wegzulassen, meine nichtigen, engen, kleingeistigen Gedanken wegzulassen, mein hartes Herz zu verändern in ein weiches Herz, um ihm alles zuzutragen, was zu meinem Allerbesten dient. Halleluja, Halleluja.